Sonniges Sardinien im Dezember. Wir entfliehen dem Winter und nehmen euch mit auf unsere Reise in 10 Tagen einmal um Sardinien in der Nebensaison. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt in Italien. Nicht ganz, wir sind jetzt an der Grenze zu Italien. Wir sind gestern schon ungefähr 6 Kilometer. Wir sind gestern ungefähr 6 Stunden gefahren Richtung Süden, weil wir in die Wärme wollten, aber es ist ziemlich kalt, deswegen fahren wir noch weiter. Unser Ziel ist Sardinien. Wir haben jetzt noch 4-5 Stunden vor uns und nehmen die Fähre heute Abend von Livorno und freuen uns schon auf ein Wetter, das ein bisschen besser ist als hier. Wir freuen uns auf das Wetter. Abends um 8 startet die Fähre. Um uns von der langen Fahrt zu erholen, legen wir uns direkt in unser Zimmer. Der Vorteil der Nebensaison ist, dass die Fährenpreise wesentlich günstiger sind. Angekommen im sommerlichen Golfo Aranci fahren wir erstmal eine Stunde Richtung Süden, um Yannick und die Alinis zu treffen, die wir ein paar Monate zuvor in Norwegen kennengelernt haben. Da alle schon ein paar Wochen hier waren, haben wir noch ein paar Tipps mit auf den Weg bekommen. In Italien ist es generell nicht erlaubt, wild zu stehen. Da um diese Jahreszeit aber kein Campingplatz mehr offen hat, wird es geduldet, frei zu stehen, solange man sich an die gängigen Regeln hält. Na, wie war die Nacht? War gut, war richtig warm, aber es war stürmig. Nach einem ausgeprägten gemeinsamen Frühstück geht es für die Alinis auf die Fähre zum Festland und für uns so richtig los, die Insel einmal zu umrunden. Unser nächster Stellplatz liegt unterhalb von Cea direkt am Meer. Außer ein paar Fischern, die uns freundlich grüßen, kommt hier niemand vorbei. Wir befinden uns zwar auf der Ostseite der Insel, aber trotzdem haben wir einen tollen Sonnenuntergang. Allerdings ist dieser schon sehr früh, denn im Dezember geht auch hier die Sonne sehr früh unter und so bleibt uns nicht allzu viel vom Tag. Die Zeit, die wir haben, nutzen wir aber, um unseren neuen Campingofen auszuprobieren und Pizza zu machen. Wir machen heute Pizza, aber ich kann mir die Sauerei mit dem Teig selber machen sparen. Hier gibt es einfach Pizzateig im Kühlregal fertigen. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wir sind echt gespannt, ob das so klappt, wie wenn ich den Teig selbst mache. Also ist die von unten halt schon angebrannt, während sie oben noch nicht ganz durch ist, aber ansonsten ist es richtig geil. Sag mal. Sardinien. Der nächste Morgen beginnt mit einem wunderschönen Sonnenaufgang direkt über dem Meer. Da wir aber nicht zum Urlaub machen auf Sardinien sind, sondern eine Produktion hier haben, wird der Morgen erstmal zum Filmen und zum Fotografieren genutzt, bis die Sonne zu hoch steht und wir zu einer Tasse Kaffee die Wärme der Sonne genießen. Gemeinsam schauen wir über das entstandene Material und besprechen, was wir als nächstes brauchen. Dann geht es an die Tagesplanung und weiter einmal um die Insel. Haben wir von Einheimischen empfohlen bekommen. Auch hier ist es in der Hauptsaison nicht erlaubt zu stehen, in der Nebensaison wird es aber geduldet, solange man sich vernünftig verhält, keinen Müll zurücklässt und nichts als schöne Erinnerungen an einen tollen Stellplatz wieder mitnimmt.
Die schöne Aussicht nutzen wir für ein Abendessen direkt am Strand und es gibt eines unserer liebsten Vanlife-Mahlzeiten, nämlich Wraps. Dazu kochen wir Veggie-Hack in Tomatensauce auf und es gibt weiteres frisches Gemüse. Als die goldene Stunde beginnt, arbeiten wir weiter an unserer Produktion. Dafür möchten wir nämlich immer die schönste Zeit des Tages nutzen, wenn die Sonne untergeht und die Landschaft in warmes Licht taucht. Von zu Hause haben wir uns noch einen Rest Glühwein mitgenommen, den wir uns heute Abend gönnen. Im Jetboil machen wir ihn uns warm und haben somit etwas Weihnachtsstimmung. Der nächste Morgen beginnt wieder mit einem wunderschönen Sonnenaufgang direkt am Strand. Der Vorteil dieser Jahreszeit ist, dass wir quasi ausschlafen können und trotzdem pünktlich zum Sonnenaufgang wach sind, da die Sonne so spät aufgeht. You love it when nobody's around. I wanna call out pound town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Unser heutiges Ziel ist die Hauptstadt der Insel, Cagliari, die ganz unten an der Südküste liegt. Da wir Cali nicht einfach irgendwo abstellen möchten, entscheiden wir uns dafür, auf einen überwachten Parkplatz zu fahren. 24 Stunden parken kosten 20 Euro, Toiletten und Duschen sind ebenfalls vorhanden. Also wird erstmal geduscht, bevor wir uns die Stadt ansehen. Hast du Hufe an? Gut. Sehr schön. 50 Cent, 2 Minuten, hat genau gereicht. Echt? Ja. Jetzt habe ich mich beeilt. Steier. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Wir sind in Cagliari. 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 Ja, das Wetter ist gut, nachdem es geregnet hat. Warum sind wir hier auf diesem hässlichen Stellplatz? Wir wollten in die Stadt. Hier sind wir sicher. Es kostet 20 Euro, glaube ich, die Nacht. Und haben endlich mal wieder eine Dusche. Keine geile. Keine schöne, aber heute geht's auf jeden Fall weiter, wenn wir wieder in die Natur, weil Städte sind nicht so unser Ding. Ist anstrengend. Nach dem Frühstück füllen wir unseren Wassertank auf und weiter geht es. Heute sind wir hauptsächlich auf der Suche nach einem windstillen Fleckchen und finden ihn am westlichen Zipfel der Südküste in der Nähe von Teulada. Hier besuchen wir einen der vielen Küstentürme zu Sonnenuntergang. Auf dem Weg haben wir uns im Supermarkt Sushi gekauft, da es bei diesem Wind sehr nervig ist zu kochen und wir kein offenes Restaurant gefunden haben. Diese Türme gibt es sehr häufig an der Küste von Sardinien und Korsika und stammen aus der Zeit der Genuesen, die sie damals als Signaltürme zur Verteidigung errichteten. Am nächsten Morgen schauen wir uns ganz früh Porto Flavia an. Sardinien hat ganz viele historische Bergwerke, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.
In Porto Flavia wurden die Schiffe direkt im Meer mit Mineralien beladen. Happy Nikolaus und Happy Hochzeitstag! Für uns ist Nikolaus immer ein ganz besonderer Tag, denn ja, wir feiern eigentlich keinen Nikolaus, aber es ist unser Hochzeitstag. Und dieses Jahr ist es schon 5 Jahre, ist unfassbar. Zur Feier des Tages machen wir uns auf den Weg, um ein schönes Restaurant zu finden. Wir hätten ja gerne ein bisschen Geld im Land gelassen und wären gerne Pizza essen gegangen, aber in 2 Orten sind mir wie viele Restaurants abgeklappert, keine Ahnung. Es gibt einfach nirgendwo Pizza, beziehungsweise es hatte nur 1 von 10 offen und da gibt es natürlich keine Pizza. Also müssen wir jetzt halt auch selber kochen. Am nächsten Tag geht es die Ostküste weiter hinauf bis nach Bosa. Die schöne Stadt am Fluss zeichnet sich aus durch die Burg, die oberhalb der Stadt thront und somit sehr fotogen ist. I love talking on the phone. But hey, I just can't wait to have you. Für die nächsten 2 Nächte haben wir uns ein Hotel in Algeiro gebucht, denn das Wetter soll sehr schlecht werden und endlich bekommen wir am Abend unsere lang ersehnte Pizza. Mmh. Ah ja, Kopf. Oh nee, der gute Wein. Ich hab noch. Das schöne Hemd. Als das Wetter wieder besser ist, füllen wir unsere Vorräte auf. Hier gibt es einiges, also, das wir probieren möchten. Pistazien Panettone. Zum Frühstück Pistazien Croissant. Dann habe ich gefunden, was irgendwann probiert werden muss. Pistazien Schock. Und unten noch ein Pistazien Likör. Danach fahren wir weiter hoch ans Capo Caccia, von wo aus wir zur Grotta del Broce Rotte wandern und eine herrliche Aussicht genießen möchten. Als die Sonne untergegangen ist, senden wir die Drohne hinauf, um den Leuchtturm zur blauen Stunde zu fotografieren. Den nächsten Tag verbringen wir in der Sonne und entscheiden uns am Abend, zu schönstem Licht erneut zum Aussichtspunkt zu fahren, da gestern leider keine Sonne zu sehen war. Die Aussicht ist bei dem wunderschönen Licht noch einmal eindrucksvoller.
Und bevor die Sonne ganz verschwindet, gehen wir wieder nach unten und lassen erneut die Drohne steigen. Den letzten Morgen starten wir ganz gemütlich an einer wunderschönen Kirche. Dann fahren wir nach Golfo Aranci, wo am Abend die Fähre zum Festland ablegt. Die letzte Mahlzeit auf Sardinien müssen wir im Cali kochen, da es einfach viel zu windig ist. Geht schon wieder nach Hause, leider. You are the fire inside. Wir hatten tolle 10 Tage auf Sardinien. Wir finden, ein Besuch in der Nebensaison lohnt sich sehr, wenn man dem grauen Wetter in Deutschland entfliehen möchte.